Was soll das werden? Der gehört mir, Jack. Scheiße, von wegen der Garantie. Ich habe den Auftrag von Eddie gekriegt. Was zum Teufel soll der Quatsch? Klär das mit Eddie ab. Ich gehe jedenfalls meine Kohle kassieren. Ich bin fast. Das ist Jack Walsh, Kopfgeldjäger in New York. Und leider ist das Marvin Dorfler auch. Dummerweise wollen beide mal wieder denselben Gangster schnappen. So geht es los in Martin Brests neuem Film Midnight Run, 5 Tage bis Mitternacht. Marvin, pass auf! Hast du schon mal von einem Typen namens Jonathan Madukas gehört? Der Duke? Na klar, ich weiß, wer das ist. Was weißt du über ihn? Das ist doch der Buchhalter, der ein paar Millionen von einem Kerl aus Vegas unterschlagen und in der Wohlfahrt rübergeschoben hat. Ja, das stimmt. Die Sache hat nur einen Haken. Es waren nicht ein paar Millionen, es waren genauer gesagt 15 Millionen. Und es war nicht irgendein Typ aus Vegas, es war Jimmy Serrano. Ich weiß. Auch ich lese manchmal Zeitungen. Weißt du, ich will nicht in der Vergangenheit wühlen. Aber ist nicht Serrano der Kerl, der dich aus Chicago vertrieben hat, als er dort seine Geschäfte machte? Jack Walsh, gespielt von Robert De Niro, wie Sie sehen, liebe Zuschauer. Jack Walsh also hat schon bessere Tage erlebt. Mit einer Frau und einem Job bei der Polizei. Leider haben ihn beide gefeuert. Nun erhält er seine Aufträge von einem windigen Chef eines Kautionsbüros. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann Serrano diesen Typen von unserem Planeten verjagt. Und ich bin dann 450.000 los. 450.000 verlierst du an dem Kerl? Nein. Nein? Nein, denn ich habe ja dich. Und du bist der Beste. Und du wirst ihn für mich finden und zu mir zurückbringen. Ich will Ihnen jetzt mal was sagen, Sie Arschloch. Wir arbeiten an dieser Jimmy Serrano-Sache seit 6 Jahren. Madukas gehört mir. Ich werde ihn vors Bundesgericht bringen. Und ich will nicht, dass irgendein drittklassiger Privatschnüffler, der als Polizist in Chicago versagt hat, ihn aufgrund eines blödsinnigen Vergehens nach L.A. bringt. Bald sind alle hinter dem Duke her. Mafia-Gangster, FBI, Dorfler und Jack Walsh. Es herrscht ein ziemliches Gedränge unter den Verfolgern. Aber man schafft ja nun nicht gerade 15 Millionen Mafia-Geld beiseite und spendet sie auch noch der Wohlfahrt. Die sind richtig nett, eure Sonnenbrillen, ehrlich. Kriegt ihr die vom Präsidium gestellt oder kauft ihr alle im selben Laden ein? Habe ich mich klar ausgedrückt? Verstehen Sie keine Scherze? Schmeiß den Kerl raus. Lass uns noch ein bisschen plaudern. Los, schmeiß den Wichser raus. Also wenn ich was höre, dann sage ich Bescheid, ja? Raus! Angenehmen Tag noch. Danke, Jungs. Ihr könnt vielleicht meine Sonnenbrille wieder haben. Hier, geben Sie damit nicht so an. Danke. Und dafür danke ich auch. Alonzo Mosley. Walsh hat den Duke erwischt, aber der macht Schwierigkeiten. Mach hier keinen Aufstand, was soll das? Also jetzt hören Sie. Beruhige dich, Mann. Halt die Knochen still und komm wieder runter. Worüber regst du dich so auf? Nein, es geht nicht. Ich kann nicht. Nein. Es geht nicht. Sie kommen gleich. Nein, ich kann nicht. Ganz ruhig, Mann. Was soll das Affentheater? Willst du hier irgendeine Show abziehen? Nein. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich kann nicht fliegen. Ich darf nicht. Nein, ja. Ich sag Ihnen doch, ich darf nicht fliegen. Ja. Die Dinger stürzen ab. Sie fallen vom Himmel. Ich darf nicht fliegen. Sie sind zu schwer. Zu schwer und zu groß. Notgedrungen haben die beiden das Verkehrsmittel gewechselt und das nicht zum letzten Mal. Oh, nett. Nett. Ein Doppelabteil. Wir haben eine Menge Platz. Den werden wir gar nicht brauchen. Dreh dich um. Danke. Die Dinger sind eng. Sie schneiden ziemlich ins Handgelenk. Da kann man leicht eine Entzündung kriegen. Da rein. Nein, was soll denn das? Eine Vorsichtsmaßnahme. Ach, kommen Sie. Das ist doch nicht nötig. Warum machen Sie das? Also viel Spaß. Das ist mein Zimmer, das ist deins. Gute Nacht. Kann ich Ihnen vielleicht helfen, Gentlemen? Special Agent Mosley, FBI. Mosley? Heißen neuerdings alle Mosley? Was zum Teufel wollen Sie damit sagen? Sie wollten einen Gefangenen abholen, nicht wahr? Woher wissen Sie das? Er hatte Angst vorm Fliegen, also ist er von Bord gegangen. Zusammen mit einem Agenten namens Mosley. Es deutet alles darauf hin, dass Walsh Ihre Dienstmarke hat. Viel zu laut! Das ist ja furchtbar! Soll ich euch mal was sagen? Ihr seid die dämlichsten Kopfgeldjäger, die mir jemals begegnet sind! Nichts gegen Buchhalter, aber der Duke ist schon ein ungewöhnliches Exemplar. Vor allem betont er, kein Verbrecher zu sein, nur Wirtschaftsverbrecher. Wo sind Sie hin?
Glaubst du, wir haben sie verloren? Ich weiß nicht, ich kann nicht sehen. Oh, ich glaube schon, dass wir uns in Sicherheit befinden. Du willst Angst vor Fliegen haben, du bist geil! Einfach voran, mach kein Quatsch mehr hier! In einer beschwingten Rolle hier einmal der schmuddelige Robert De Niro. Was mich anzog, war die Tatsache, dass es eben mehr darstellte als nur eine dieser üblichen Action-Geschichten. Und De Niro weiter: Es gefiel mir der Part des muffligen Ex-Corp, der sich im Lauf der Handlung als netter Mensch herausschält. Robert De Niro bleibt nicht die einzige Überraschung in Midnight Run. Allein diese Typen um ihn herum, diese Feuermeldergesichter und komischen Figuren.